Also, hier sind die Vorräte, die ich für euch besorgen sollte. Und hier ist eure Bezahlung. Genau nach Vertrag. Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt, unsere Übereinkunft zu achten, anstatt euch auf die Seite dieses Schufts zu schlagen. Oh, jetzt wird es mir klar. Ihr seid das perfekte Motiv für mein Meisterwerk. Eure strahlende Treue, euer reines Herz. Perfekt. Jo, und das ist mal eine Quest mit einer extra Belohnung. Das ist mal cool, nicht nur irgendwas zum Anziehen. Hier sind die Stiefel des Kuriers für mittlere Rüstung, also für Nachtklingen oder sowas. Mit Waffenkraft und so weiter, kleinere Schnelligkeit, kritischer Treffer um 10% und eure Lauftempo um 10%. Aber es gibt jetzt auch ein Gemälde der Küste von Summersand. Ein erlesenes Gemälde. Kann sogar Geld bringen, 1000 Gold hier. Ich nehme es einfach mal so mit. Euer Antlitz auf meiner Leinwand wird über Jahrhunderte hinweg Betrachtung erfahren. Da bin ich mir sicher. Wer weiß? Vielleicht wird es eines Tages sogar in einer Galerie neben der Königin höchst selbst zu sehen sein. Das ist wirklich sehr großzügig von mir. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ja, da habe ich jetzt aber keine Zeit zum Modell sitzen hier, also geht ja gar nicht. Oh, dann nur eine schnelle Skizze, um eure Essenz einzufangen. Ich muss einfach sicher sein, dass ich die Augen richtig hinbekomme. So, das wird erst einmal genügen. Oh wei, jetzt macht sie auch noch hier Selfies von mir. Sehr nice, also wieder eine Quest geschafft. Und diesmal mit einer coolen Belohnung fürs Housing. Hier ist noch die Staffel von dem Varelel, von dem anderen. Da hätten wir mehr Geld gekriegt, aber vielleicht kein Bild. Dann gehen wir doch mal das Ganze aufhängen im Haus. Und danach gehen wir... Ja, genau, zum Relikte einräumen ins Museum auf Atrium und machen dort ein Kronenkisten-Opening. Yay, die Quest ist durch. Zum Haus reisen. Jetzt werden wir erstmal das Haus ein bisschen einrichten. Ich bin mal gespannt, wie das Gemälde aussieht. Die Küste von Somerset. Das ist hier nur so mein Nebenhaus. Das ist halt ein kleines Häuschen gewesen, wo halt ein Garten drin ist und ein Innenbereich. Das fand ich relativ wichtig. Und so schön ist es nicht bei mir eingerichtet, das ist nur rudimentär bei mir eingerichtet, aber Homestead ist ja schon ein cooles Housing. Also man muss ja sagen, hier im Spiel haben sie das richtig gut umgesetzt. Mit Merkmeyer wird das auch nochmal verbessert, dann kann man die Möbel auch gruppieren und kann auch zurückwirkend was undoen, so nennt sich das, also wieder löschen, wenn man was falsch gemacht hat und so weiter in seinem Haus. So, und hier, das ist jetzt so mein Nebenhäuschen. Cooler leuchtender Schädel, oder? So, und jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn das Gemälde? Ich habe noch ein paar andere Sachen. Ja, das geht. Naja, ist jetzt nicht so der Hammer, aber es geht, ne? So, hängen wir es an die Tür oder über die Tür oder ins Haus? Oder hier hin? Na komm, gehen wir ins Haus rein, gucken uns mal im Haus um. Da habe ich nicht so viel gemacht. Das kleine Dschungelhaus hier, yay, hier passt so ein Bild gut hin. Das ist doch schon mal schön. Also, das ist die Questbelohnung für die Künstlerquest. So, sehr nice. Ich habe ein Gemälde im Haus. Moment. Kann man natürlich auch über einen Kamin hängen, theoretisch. Ja, aber da hängt schon was. Da ist schon besetzt. Und dann haben wir jetzt hier noch ein paar Sachen, die ich noch nicht bis jetzt ins Haus packen konnte. Hier haben wir nämlich noch Tierknochen. Das ist auch nice hier. Jawohl, die werden hier auf den Altar gelegt. Sehr cool. Na, Moment, noch nicht. So. Ich weiß nicht, woher ich die habe, aber auf jeden Fall ziemlich eklig. Ne? Garin der Metzger war wieder am Werk. Man kann auf jeden Fall sein Häuschen noch ein bisschen verschönern. So, und da kommt noch ein gewöhnlicher Edelstein hin. Den packen wir mal hier irgendwo. So, einfach da hinlegen. Das sind so Sachen, die ich einfach auch mal gestohlen habe, gefunden habe. Manche Sachen. Boah, ein Ork-Fahne. So. Ja, jetzt wird es doch schon langsam wohnlich hier drin. Die Knochen stinken ein bisschen, aber geht. So. Ah,
Steine bauen wir aber nach draußen, oder? Das macht ja Sinn. Okay. So. Und danach geht's nach Atrium. Jetzt gleich werden wir sehen, wie es in Atrium aussieht. Komme ich jetzt hier weiter hoch? Nee, ich habe das so gebaut, dass man es irgendwie schafft, aber da muss man sich schon konzentrieren. So geht's schneller. Hehe, bin oben. So kann man sich noch ein paar mehr Etagen in dieses ganze Housing bauen, wenn man hier solche Dinge hat, solche Bretter hat. Das finde ich ganz cool eigentlich, dass man dadurch halt richtig dreidimensional bauen kann. So, und die Steine, die passen doch super hier in meinen Vorgarten. Ich habe ja auch so wenig Steine hier. Okay, sind doch ein paar viele, aber gut gemeint. Haben wir noch was? Was könnte man noch hinpacken? Ja, die Büsten, die habe ich doch alle wunderbar. Das ist übrigens die Elambris-Büste, die ist von diesem, von meinem Set. Und das war's. Keine Sammlung mehr hier hinstellbar. Darum sind wir jetzt durch. Okay, auf nach Atrium, auf zum Reliktmuseum. Sowas gibt es übrigens auch wieder auf Mörkmeier. Da gibt es auch wieder so eine Sammelquest, wo man verschiedene Sachen sammeln muss. Und, oh, das ist zu lang. Das ist zu teuer. 700 Gold für ein bisschen Supporten, das machen wir jetzt nicht. Dafür gehe ich erstmal zu einem Schrein. Auf Mörkmeier gibt es einen argonischen Kalender. Und dieser argonische Kalender, der hat so Tafeln, die man einsetzen muss. Ich glaube 12 Stück oder 16, ich weiß nicht mehr ganz genau. Hab gestern da mal schnell drüber geschaut, aber jetzt nicht gezählt. Und ja, dann hat man auch wieder so eine Sammelquest. Wenn man die alle gefunden hat, kriegt man natürlich wieder eine Belohnung. Was, weiß man noch nicht. So viel Zeit habe ich dann auf dem PTS dann doch nicht verbracht, um alle 12 Teile zu sammeln, wenn ich sie hier auf Somerset noch nicht mal nach 2 Monaten zusammen habe. Müsste ich auf dem PTS doch ziemlich viel Zeit verbringen jetzt, um das noch vor dem Release zu schaffen. So, und jetzt geht's hier ins Museum und da machen wir dann auch die Kisten auf. Da machen wir das Kronkisten-Opening. Oh, ich hoffe so, dass in diesen Kürbisfratzen-Sachen irgendwas richtig Cooles, Halloween-mäßiges drin ist. So ein vergammeltes Pferd oder irgendwie so ein friedlicher Begleiter, der so voll verblutet oder sowas. Na, es bleibt spannend. Oh, und jetzt lese ich das erst, was Blux geschrieben hat. Welche Quest spielst du gerade? Ja, da ging es um Künstler. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie hieß. Sorry, ich war gerade am Ende von der Quest. Von daher, ja, die nächste Quest folgt bestimmt. Und das wird eine sein, die in einem versunkenen Städtchen ist auf Somerset. Machen wir natürlich beim nächsten Mal erst. Oder je nachdem, wie die Zeit gleich ist, können wir das auch noch heute machen. Wir machen jetzt erstmal das hier fertig, damit man mal sieht, wie die Relikte aussehen im Museum und wie viele da noch fehlen. Und dann halt auch die Kronenkisten, das braucht ja auch noch ein bisschen Zeit. So, und ich hoffe, dass ich die richtige Tür erwische. Da ist immer so ein bisschen das Problem hier. Das eine ist ein Dungeon, genau hier. Das andere ist, genau, die Ruine des Kollegs der Psychica. Und da ist auch das Museum drin. Ja, da wo diese ganzen Zettelchen sind. Wunderbar. Ja, die kann man alle lesen und das sind dann die Beschreibungen der Relikte. Also hier in diesen Schaukasten kommt die Schattenschneiderklinge. So sieht sie aus. Sehr nice. Und auch hierüber kann man dann lesen, was diese Klinge alles so kann. Das finde ich eigentlich ganz nice, dass man sich mehr über die Relikte noch informieren kann. So, Stundenglas der wahrgenommenen Zeit. Da hatten wir eben ein bisschen zeitliche Einschränkungen. So, was kommt hier rein? Oh, was habe ich denn da gesammelt? Die Urne des Seelenhüters. Auch nice. Okay, das ist ein kurzer Text. Stundenglas ist schon etwas länger beschrieben, wie das so läuft von der Zeit her. Und Urnen. Urnen ist auch immer cool. Die gehören zwar nicht hier zum Relikten, aber... Okay, mehr kann ich nicht aufmachen. Dann haben wir hier noch einen kleinen Kasten.
So, da sind die Stiefel des Verschmähten oder der Verschmähten. Dadurch habe ich ganz viel getanzt eben. Vielleicht steht jetzt auch hier, wer war. Nee, Namen werden nicht. Doch, da. Noldinwe. Okay. Was für ein langer Text. Und Quarmel. Ah ja, aber Quarmel konnte nicht aufhören zu tanzen bis zu seinem letzten Atemzug. Und die ganze Zeit über lächelte Noldinwe einfach nur. Oh, was für eine Horrorstory hier. So, da haben wir noch einen großen Kasten. Da gehört auch noch was rein. Truhe der Ächtung. Okay, riesengroßer Kasten, winzig kleiner, winzig kleine Truhe. Na super. Und auch die wird hier kurz erklärt. So, das muss erstmal reichen. Haben wir noch einen leuchtenden Kasten? Nein, ich glaube, wir haben jetzt erstmal alle Relikte wieder drinne. Aber es sind noch einige leer, ne? Also man muss jetzt halt gucken auf Somerset mit dem Map Pins Add-on, was auch schon der Blux hier sagt. Wo noch ein paar Relikte sind. Viele fehlen nicht mehr. Man kann es auch in den Errungenschaften sehen von Somerset. So, das müsste dann jetzt irgendwo. Moment. Relikte von Somerset. 20 muss man haben und es fehlen noch 5 Stück. Dann sieht's gut aus. Jetzt habe ich schon so viele Flaschenposte gefunden, aber noch immer nicht über das Schicksal des verlorenen Seefahrers, die Flaschenpost. Ich finde immer nur so ein vergilbten Zettel, da muss ich noch was anderes finden. So, also Relikte von Somerset. Großabenteurer, wenn alle Quests durch sind. Verteidiger. Ja, Meistererkunder, wenn man alles gefunden hat. Aber Verteidiger von Somerset ist wieder die Dungeons, würde ich sagen. Oder die Kluftgeysire. Ich muss mal gerade gucken, wo Verteidiger ist. Ja. Bis jetzt sehe ich es nicht. Meisterkunde, wie gesagt, alle Höhlen, alle Pfade. Da fehlen noch die Dämmerfest und so. Da, Verteidiger. Besiegt alle 6. Ach so, noch einen Weltboss. Muss ich auch noch machen. Gut, das ist ja nicht schlecht. Und Blux hat gerade Glück gehabt, genau in dem Moment, wo ich drüber gesprochen habe, hat Blux diesen gefunden und zeigt mir hier, dass am 18.09. 2018 gerade die richtige Flaschenpost gekriegt habe. Na super. Ein Zuschauer kriegt genau die Flaschenpost, die ich suche. Das ist natürlich wieder der Hammer. Jetzt habe ich extra das Map Pins und suche die Flaschenpost. Und der findet es. Ja, so kann es gehen. Wir machen ein Kronenkisten-Opening nun. Es geht um 5 Kisten. Die gucken wir uns jetzt mal an, was da drin ist. Und dann fangen wir doch noch die Quest mit der Unterwasserstadt an. Oder eher gesagt mit der versunkenen Stadt. Die ist noch nicht ganz unter Wasser. Oh, und schon wieder ein Ork-Stiel gefunden. Weil ich gehe jetzt keine Stunde lang ins PvP und wir haben noch eine Stunde Zeit. Darum werde ich mal die Quest jetzt gleich angehen in Somerset. Aber jetzt gucken wir erstmal in die Kronenkisten. Mit diesem hübschen Hintergrund hier auf Atrium. Das ist doch hübsch, oder? Also, was haben wir denn da drinne? Wir fangen mit den einfachen Kisten an. Atrium heißt euch willkommen. So viele seiner Geschäfte werden über Kuriere abgewickelt, dass es schön ist, endlich einen Namen zu einem Gesicht zu haben. So, das sind die von Twitch, die Ouroboros-Kisten, wenn das aktiviert ist Ich bei Twitch. erlädt euch eines erneut zu versuchen. Ja, dann kann man diese Kisten durch Zuschauen bekommen. Da sind jetzt nicht so die Mega-Belohnungen drin. Na, ihr seht das. Das Schöne bei diesen Belohnungen ist halt, dass man viele Auf davon Wiedersehen, eintauschen mein kann. Freund. Also, dass man sagen kann, die möchte ich wieder verkaufen, verwerten. Die freut sich, euch zu sehen. So, und dann kriegt man halt dadurch wieder die Edelsteine, die man wieder im Laden, im Kronenshop ausgeben kann. So. Und jetzt habe ich wieder 11 Edelsteine. Das ist schon mal gut. Und jetzt machen wir noch die schicken Kisten auf hier. Dafür musste man am Wochenende einloggen und hier einen Mob killen. Das sind die Kisten der Kürbisfratze. Und da muss doch was Gutes drin sein, oder? Drücken wir mal die Däumchen hier. Sucht euch eure Belohnungen aus, mein Freund. Eine blaue Karte, da könnte was Gutes drin sein. Zirkelstoffe, Farbvorlagen. Naja, gut, damit man die Farben halt selber benutzen kann.
Und? Das wird sich als nützlich erweisen. Eine Drachenschwingen-Geschichtsbemalung. Na super, das ist nie so mein Ding, aber ich habe immer das Pech, dass ich oft so Bemalungen und Tätowierungen kriege. Gucken wir mal in die nächste. Wir haben noch zwei Kisten. Ach, was wird's diesmal sein? So, Kürbisnacht. Man sieht schon, das ist sehr Halloween-mäßig, also grau und orange. Und jetzt, was ist das? Sehr vernünftig. Neues Antlitz für den Kürbis. Ein Andenken. Okay, das müssen wir uns jetzt gleich mal angucken. Was das für ein Andenken ist, kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Und die letzte Kürbisfratzenkiste. Kürbisfratzenkasten. Kürbisfratzenkiste. So, jetzt ist es richtig. Was für ein Zungenbrecher. Aber lustig. Babakatz, eine Bonusbelohnung. What? Da waren jetzt mal zwei Sachen und was Lilanes drin. Das könnte doch mal interessant sein. Die letzte Kiste sah jetzt ganz gut aus. Ja, das hier müsste die blaue Belohnung gewesen sein. Das ist jetzt also was Normales. Das könnte nützlich sein. Wie ich sag, Tätowierungen bin ich voll der Spezialist für. Oh mein Gott, ich hasse Tätowierungen. So, aber jetzt, hier ist was Lilanes drin. Wenn das jetzt wieder eine Tätowierung ist, drehe ich hier durch. Dann mache ich den Stream aus, dann ist Schluss für heute. Pakroti kann die Glücksaura sehen, die euch umgibt. Nein, sicher, es ist eine Geisterlaterne. Dafür braucht ihr nur eine Kiste. Ihr könnt eine im Bazar kaufen. Dann fangen wir an. Eine Geisterlaterne. Hui, was kann die bloß? Das gucken wir jetzt gleich mal. Sehr schön, zwei Andenken bekommen. Na, bevor ich die Andenken jetzt benutze, verkaufe ich erstmal den anderen Schrott. Verwerte den wieder. Ihr scheint zu glauben, Pakroti sei ein famoser Kerl. Obwohl ihr wisst, boah, dass er alle verwerten 50 Mal sind zwei, Pakroti genau. Weiß das zu schätzen. So, Pakroti alle verwerten. Heißt euch willkommen. Die Farben brauche ich auch nicht. Farben mache ich, wenn ich ESO Plus habe. So, und wir sind schon bei 20 Kronenedelsteinen mittlerweile wieder. Einfach durch die paar Kisten. 22 Kronenedelsteine. So, und für die 22 kann man jetzt im Store wieder Kronenkisten, kann man für 22, kriegt man hier schon überragende Sachen. Für 40 gäbe es noch bessere. Da wird es dann richtig Sinn machen. Noch zwei Tage gibt es übrigens diese Psychic-Kisten. Und überragend kann man sich hier zum Beispiel jetzt Showtime, yay, mitkaufen. Oder hier die Inferno-Fassade. Oh, eiserne Maske, muss nicht sein. Kronenhandwerkstil kann man sich für 25 kaufen. Dann lass doch mal gucken, wie der Stab aussehen würde. Keule. Nee, Keule will ich nicht. Moment. Helm? Okay, das sieht alles im Moment ein bisschen... Oh, das ist aber ein schönes Schild. Schade, dass ich nie mit Schildern rumlaufe. Da. Stäbe. Jawohl, man sieht nichts. Ist aber auch ein Drache oben drauf, also von daher fast so wie ich den hab. Das macht dann keinen Sinn. Dann gucken wir uns nochmal die Brust an. Das müsste dann ja nochmal was Besonderes sein. Naja, okay, das ist die Brust schon. Nee, macht keinen Sinn. Da können wir uns die Steine sparen und warten auf die nächsten epischen Sachen. Im Moment hier liegen der, nur der Gua, der mich da interessiert, und diese Entkörperungslinse. Ein Sensche-Tiger habe ich schon, da brauche ich nicht noch den Löwe. So, aber das ist so der aktuelle Stand der Kronensachen. Und jetzt, was für zwei Andenken habe ich denn da gerade bekommen? Bin ich selbst mal schwer gespannt wieder. Also einmal die Geisterlaterne, die war sogar lila. Ui, da kommen auch Geister angeflogen. Habt ihr das gesehen? Spannend. Komm, vielleicht passiert hier jetzt was anderes. Ja, ein böser Geist kommt angeflogen. Das ist also die Geisterlaterne. Und das andere war... Neues Antlitz für den Kürbis.
Aha. Dann schnitzt man einen Kürbis. Naja, auch nicht schlecht. Aber jetzt nicht so der Megahammer. Für Halloween ganz nett. Aber ich habe ein cooleres Teil bekommen. Nämlich beim letzten Mal habe ich das hier bekommen. Passt auf, jetzt wird's cool. Tada, ich bin ein End. Haha. Ich und mein Holz. Sehr nice, oder? Jetzt bin ich so richtig alles aus Holz. Sogar mein Monokel und alles. Das finde ich mal einen richtig coolen Emote. Eine richtig coole, wie nennt es sich? Ein richtig cooles Andenken. So habe ich auch bis jetzt selten welche rumlaufen sehen. Und es leuchtet so schön grün, ne? So, seht ihr das? Hat man einen roten Wolf und sitzt auf grün drauf. Was für ein toller Farbverlauf. Sehr nice. Okay, und es geht zurück nach Somerset. Wir gehen die nächste Quest an. Wir haben noch eine Stunde Zeit hier, ganz locker flockig, die Quest in der versunkenen Stadt anzugehen. Ich weiß selber nicht, was man da machen muss, von daher lasse ich mich jetzt überraschen, was der NPC sagt. Und das war's fürs Kronenkisten-Opening. Boah, was hier los ist, wie viele Spieler hier unterwegs sind. Ich muss ja bald mal durch Somerset durch sein, bald kommt Mörkmeier. Darum. Hier oben gehen wir jetzt hin, die Ödnis von Kurgrat. Kurgrat Wastes. Und was das für eine Stadt ist, warum die unter Wasser ist, das hoffe ich, kriegen wir jetzt mal erklärt. Mich hat das nämlich schon immer gewundert, dass diese Stadt unter Wasser ist. Gleich wissen wir mehr. Hoffentlich. Wird uns der NPC schon sagen. Wie spielt ihr eigentlich dann demnächst Mörkmeier? Wollt ihr euch das kaufen über Kronen? Habt ihr ESO Plus und habt das dann sowieso demnächst? Oder wollt ihr das per Tagesbelohnung bekommen? Man kann ja Ende November, da muss man halt ein bisschen länger warten, das ganze Add-on, das ganze DLC per Tagesbelohnung bekommen. Also diese Login-Bonis hier, die man ja im Kronen-Store hat. Wenn man die dann durcharbeitet, steht wohl hier am Ende oder vielleicht schon hier oder da, man weiß es ja noch nicht genau. Mörkmeier, wie habt ihr es vor? Wollt ihr das so machen? Habt ihr ESO Plus? Oder kauft er sie per Kronen? Ich werde es wohl per Kronen kaufen. Ich habe keine ESO Plus mehr. Weil man kann ja auch super ohne ESO Plus spielen. Dann hat man zwar ein bisschen weniger Handwerksbeutel, nämlich gar keinen. Und ein bisschen weniger, was man ins Haus packen kann. Aber ansonsten ist das Spiel echt gut spielbar. Mit den Kronen, die ich noch übrig habe hier im Kronen-Store, die 6600, kann ich mir noch so das ein oder andere DLC holen. Ich habe mir mittlerweile alle, ihr seht es hier, geholt. Von daher kann ich eigentlich überall spielen, auch ohne ESO Plus. Finde ich übrigens sehr cool, diese Lösung. Amcha, da ist er. Was wird er uns über die Stadt erzählen? Kehrt dahin zurück, wo ihr herkommt, Fremder, wenn ihr nicht genauso verschwinden wollt wie die anderen. Ein Kerchit auf Somerset. Es gibt Vermisstenfälle. Viele Freunde von diesem sind in der Nähe dieser Ruinen verschwunden. Ruliel hat noch immer Hoffnung, dass sie zurückkehren. Aber dieser geht von hier fort, bevor er ihr Schicksal teilt. Wo kann ich diesen Ruliel finden? Er und ein paar der anderen haben oben auf dem Grat ein Lager aufgeschlagen. Er ist ein Narr, dass er hier bleiben will. Dieser Ort ist verflucht. Okay, ich werde mit ihm sprechen. Die Ödnis von Kurgrat, die Ruinen dieser versunkenen Stadt, sollen verflucht sein. Aha, das dahinsiechen, so heißt die Quest. Und dafür müssen wir jetzt erstmal den Herrn finden, der hier bleiben will. Hier ist aber auch noch irgendwo ein Buch, das checken wir auch mal gerade ab. Da, Ratschläge für ein Kajit auf Somerset. Für Katzenratschläge, auch nicht schlecht. Könnt ihr euch in Ruhe durchlesen, wenn ihr Pause drückt. Das ist jetzt dann doch wieder was viel zu lesen. Ja, 4 Seiten sind es auf jeden Fall. Ja, 4 Seiten, das war's. Also nicht viel mehr, aber Tipps für ein Kajit auf Somerset. Sehr nett. Die haben es extra schwer hier. Und damit haben wir das Buch auch gefunden. Was weiß denn Ruliel hier über diese Stadt, die verflucht ist?
Bis jetzt sieht die eigentlich schön aus, außer dass da ein bisschen Wasser reingelaufen ist. Ein paar Nattern sind auch drin. Aha, da haben wir eine ganze Gruppe. Still, da kommt jemand. Ist es Kanar? Diese kann ich nicht wieder. Vermisstenfälle sind nur umso mehr Grund, dass ihr geht. Tut mir leid, Fremder. Meine Freundin sieht nicht mehr sehr gut. Sie hat euch mit jemandem verwechselt, nachdem wir auf der Suche waren. In jüngster Zeit ging es etwas rau zu. Nach wem sucht ihr? In jüngster Zeit sind mehr als nur eine Handvoll von uns verschwunden. Die Leute aus Karnhas Gruppe waren nur die letzten Fälle. Sie sind losgezogen, um nach den Vermissten zu suchen und sind dann selbst nicht mehr aufgetaucht. Wir machen inzwischen einen großen Bogen um diese versunkenen Ruinen. Oh, wenn da so viele sterben oder wegbleiben, das ist wirklich nicht gut. Da muss ich wohl mal aufräumen gehen. Garion, kommt zu Hilfe. Ihr glaubt, die Ruinen sind die Ursache für die Vermisstenfälle? Über Jahrzehnte war dort alles ruhig. Aber jetzt neue, tiefe Erdfälle, unheimliche Geräusche in der Nacht. Ich bin nicht leicht einzuschüchtern, aber wenn Leute verschwinden, das ist eine Warnung, auf die ich höre. Falls ihr euch dort runter aufmacht, dann schaut euch doch nach unseren Freunden um. Würdet ihr das tun? Ich kann nach euren Freunden suchen. Ihr seid eine freundliche Seele. Seid vorsichtig. Wir haben in jüngster Zeit eine Menge freundlicher Seelen verloren. Dieser aufdringliche adlige Faidur könnte darüber etwas wissen. Er kam vor kurzem hier an und behauptete, dieser Ort würde ihm gehören. Er verhält sich jedenfalls so. Ach, der hat die alle gekillt. Ist doch schon alles klar jetzt. Ihr liegt im Streit mit Faidur? Seine Fragen hat er sehr freundlich gestellt. Über dieses Land, über das Herrenhaus und so weiter. Irgendwann hat er versucht, uns dazu zu überreden, ihn herumzuführen. Und als wir das nicht wollten, wurde er richtig streitlustig. Und machte dahingehend Druck auf uns, dass wir seinen Grund und Boden verlassen sollen. Aha, ihr vermutet, dass er versucht, euch zu verscheuchen. Er kam wie zufällig vorbei, nachdem unsere Leute zu verschwinden begannen. Und er hat einen Grund, warum er uns von hier forthaben will. Da hebt man schon mal eine Augenbraue, oder? Ich will damit nur sagen, es wäre vielleicht an der Zeit, dass ihm mal jemand Druck macht, damit er ein paar Einzelheiten preisgibt. Warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Es ist ruhig und meist auch frei von neugierigen Einheimischen, die uns verscheuchen wollen. Sie haben zu viel Angst vor dem Fluch. Um diesen Ort ranken sich allerlei abergläubische Legenden, aber es war schön hier, bis vor kurzem. Was für eine Art von Aberglauben eigentlich? Das würde mich auch mal interessieren. Die Einzelheiten fallen unterschiedlich aus, aber die Geschichten drehen sich alle darum, dass die Stadt ausgelöscht und vom Meer verschlungen wird. Die Art von Geschichten über eine göttliche Rache, die die gewöhnlichen Leute davon abhält, sich zu sehr aus ihrem sicheren und bequemen Leben herauslocken zu lassen. Okay, und was macht euch anders? Wir können nirgendwo sonst hin. Die Ödnis, wie man sie nennt, ist schon seit langer Zeit eine sichere Zuflucht für die Ausgestoßenen und die Unwillkommenen. Wir bleiben unter uns. Wir haben nie Ärger herausgefordert. Wir haben ihn trotzdem bekommen. Was könnt ihr mir sonst noch über die Erdfälle und die Geräusche aus dem Herrenhaus erzählen? Nicht viel. Das Land tut sich einfach ohne Warnung auf wie ein gähnender Schlund und verschlingt alles, was sich auf ihm befindet. Aus den Löchern hallen manchmal Geräusche wieder. Tierlaute oder etwas, wovon man schwören könnte, dass es wie ein Flüstern klingt. Hört sich so ein bisschen wie bei Star Wars an, dieses Vieh, was da in der Wüste ist. Naja, und hier ist dieser Adelige, der die verscheuchen will. Für einen Ort mit einem derart schrecklichen Ruf gibt es auf diesem Anwesen aber wirklich viele Eindringlinge. Ihr seid nicht noch so ein Faulpelz, der es sich auf meinem Land gemütlich macht, oder? Habt ihr ein Problem mit diesen Leuten? Ich hatte nicht erwartet, dass hier draußen jemand lebt. Ich dachte, sie könnten mir dabei helfen, etwas Licht in die Geheimnisse dieses Ortes zu bringen. Aber wie sich herausstellt, sind sie nur faule Hausbesetzer. Ich schätze schon, dass man das ein Problem nennen könnte. Welche Geheimnisse hofft ihr aufzudecken? Dieser Ort existiert im Grunde nur in alten Sagen. Abgesehen von unserem Anspruch auf das Land, hat meine Familie keinerlei Aufzeichnungen über ihn oder unsere Verwandten hier geführt. Es brauchte jahrelanges Wühlen, um diese alten Ruinen ausfindig zu machen. Und es gibt noch immer so viel zu entdecken. Okay, auf eurem Anwesen verschwinden Leute. Bereitet euch das keine Sorgen? Das sagen diese Landstreicher. Nach allem, was ich weiß, könnten sie auch nur versuchen, mir Angst einzujagen.
Ihre vermissten Freunde könnten just in diesem Moment am Plündern sein. Ich gehe hier nicht weg, bis ich die Ruinen selbst durchsucht habe. Okay, ich möchte mich auch mal gerne umschauen. Ich habe nichts gegen ein bisschen Gesellschaft bei dieser Unternehmung. Die meisten Leute sprechen kaum flüsternd über diesen Ort, geschweige denn, dass sie ihre Hilfe anbieten würden. Suchen wir uns einen Weg in die versunkenen Ruinen, ja? Das Interesse eurer Familie an diesem Land scheint nicht schrecklich groß zu sein. Meine Verwandten sind der Auffassung, dass ich mein Leben nur einer Fußnote wegen vergeude. Meine Eltern haben mir sogar angedroht, mich zu enterben, wenn ich meine Suche fortsetze. Aber das hat mich nur weiter angespornt. Ich will wissen, warum dieser Familienzweig so gut wie völlig in Vergessenheit gerät. Aha, da war was. Da war ein Pakt mit dem Teufel oder so. Meint ihr, da soll etwas vertuscht werden? Ihr wisst, wie wichtig meinem Volk Abstammungsfragen sind. Wir hätten alles, was wir über diesen Ort je herausfinden konnten, unbedingt bewahren sollen. Doch stattdessen gab es da nichts. Ich muss wissen, warum dieser Ort versunken ist. Sowohl in der Erde, als auch in unserer Erinnerung. Die Ausgestoßenen behaupten, ihr würdet sie von diesem Land vertreiben wollen. Ist das wahr? Ich bat sie zu gehen, nachdem klar wurde, dass sie nichts Gutes im Schilde führen. Wenn sie jetzt versuchen, mir die Schuld dafür zu geben, dass ihre Freunde weglaufen oder was auch immer, dann ist das nichts als üble Nachrede. Ach, jetzt könnte ich sogar einschüchtern über die Fähigkeit der Magiergilde, der Kriegergilde ist das. Falls ich etwas anderes herausfinden sollte, wird es euch leid tun, mich deswegen angelogen zu haben. Was meint ihr damit, wenn ihr sagt, sie würden nichts Gutes im Schilde führen? Ja, ich sag das mit dem Leid tun. Das tue ich nicht. Ich schwöre, ich bin genauso im Ungewissen wie ihr, was diese Vermissten angeht. Der einzige Grund, aus dem ich noch nicht selbst in den Ruinen war, ist der, dass ich mir nicht sicher bin, wie gefährlich es dort wirklich ist und dass niemand gewillt war, mir zu helfen. Okay, das ist eine gute Entschuldigung. Warum nehmt ihr an, dass diese Leute nichts Gutes im Schilde führen? Sie sind Ausgestoßene, höchstwahrscheinlich Verbrecher. Meine Sorge gilt nicht so sehr dem Grund ihres Hierseins, sondern dem, was sie womöglich mit dem Besitz meiner Familie anstellen. Nach allem, was ich weiß, könnten sie unbezahlbare Chroniken als Zunder für ihre Lagerfeuer verwenden. Okay, dann würde ich mal sagen, lebt wohl und wir machen uns auf zu den Ruinen. Jetzt gucken wir doch mal, was da in dem Unterwasserdorf los ist hier. Endlich wieder EP. Da kriegen wir doch auch mal, Champion-Level zusammen. Oh, da war mal schwer daneben geschossen. Ja, dauert gar nicht mehr so lang, dann bin ich 392. Oh, der kommt wirklich mit. Man glaubt es ja gar nicht. Was haben wir denn hier alles? Findet einen Weg in die Ruinen. Das war jetzt nicht so schwer. Hier ist Wasser. Brauchen wir das? Nö. Das ist nur für Alchemie. Gehen wir mal weiter. Hier soll irgendwas sein. Der Riss sieht gut aus. Schauen wir ihn uns an. Aha. Hier kommen wir jetzt auch mal in dieses Gebäude hinein. Ja, den schauen wir uns auf jeden Fall mal an, wenn wir mal da hinten hingeguckt haben. Ja, ihr seht schon, hier sind alle möglichen Gebäude unter Wasser jetzt. Das Dorf scheint verschluckt worden zu sein. Ob es natürlicher Ursprung ist oder ein Fluch, wissen wir noch nicht. Ja, man kommt aber fast wirklich nirgendwo rein, außer da an der Türe. Dann gucken wir mal hier als erstes hinein. Zerbrochenes Fenster. Oh, Ödnis von Kograt. Der Einflussbereich von Thras reichte weit über das Land selbst hinaus. Die thrasische Pest, welche die Bevölkerung Tamriels im Jahr 2260 der ersten Ära dezimierte, stellte ihren ungeheuerlichsten Angriff gegen das Festland dar. Da auch andere subtilere Plünderungen fanden ihren Weg in die Aufzeichnungen. Okay, ich glaube, das war einfach nur Geschichte. Was? Nicht gerade gemütlich, aber nicht völlig demoliert. Schauen wir uns um. Hui, hier ist es aber ziemlich feucht und verschimmelt. Wir sind in einem richtig großen Dungeon angelangt hier. Das ist ja mal nice. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass unter der Stadt dann auch noch so ein Bereich ist. Ich dachte echt, man muss oben nur rumlaufen. Das Gute ist... Oh, nee, nicht gut. Ah ne, das ist nur eine Statue, oder? Ein Aasfresser. Komm, weg mit dir. Zack. Yay, lecker, Innereien. Na, was hat er denn zu sagen? Ich kann nicht sagen, dass mir diese natürlichere Ästhetik gefällt. Haltet die Augen offen nach allem, was den Elementen getrotzt haben könnte. Okay,
Wonach sucht ihr hier unten? Nach Antworten. Was ist mit meiner Familie hier geschehen? Dieser Ort ist faszinierend. Und ich schätze, ich bin neugierig wegen der Gerüchte. Solange mich nicht irgendwelche Landstreicher in einer klammen Höhle ermorden. Ich halte mich einfach an euch, wenn es euch nicht stört. Ja, die ganzen, die wohnen bestimmt hier unten, die haben sich bestimmt schon eingerichtet. Aber wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist hier schon ein Spieler, der hat sich auch hier verlaufen. So, und durchsucht das versunkene Herrenhaus nach Spuren. Irgendwo da. Ach, im ersten Raum sofort. Verwitterte Statuen Inschrift. Was steht denn da? Arion, unser Groahne und Grüte Scheidkunft bewahrt. Nee, ist klar. Sagt mir jetzt nicht viel. Fesselt etwas an dieser Statue eure Aufmerksamkeit? Jo, da steht irgendwas drauf, aber ich kann es nicht entziffern. Selbst so zerfallen kann ich mir noch vorstellen, wie prächtig dieses Herrenhaus gewesen sein muss. Meine Verwandten müssen sehr einflussreich gewesen sein. Ich glaube, sie haben die ganze Stadt gegründet, wenn man davon ausgeht, was ich von der Inschrift bei dieser Statue entschlüsseln konnte. Die ganze Stadt? Das ist unglaublich. Meine Familie hatte Reichtum und Besitztümer, aber keinen wirklichen Titel. Warum in aller Welt zeigten sie so wenig Interesse an unserer Verbindung zum Adel? Vielleicht gab es irgendeine Art von Streit zwischen euren Ahnen. Das ist eine vernünftige Theorie. Einfach, aber vernünftig. Es muss jedoch etwas geben, was uns die Wahrheit offenbart. Suchen wir weiter. Okay, wo sind die anderen Landstreicher und was war seine Vergangenheit? Verdammt, diese Papiere sind völlig aufgeweicht. Aber vielleicht hat etwas überlebt. Helft mir suchen. Guck mal hier, wie lang sie schon das Ganze liest, oder er? Wie sie. Faszinierend. Manche lesen sich wirklich die ganze Quest durch. Das machen wir jetzt natürlich nicht, sonst dauert der Stream zu lange. Der Vogt kam heute aus der Stadt, um Vater zu besuchen. Er war schon immer ein wenig abgehärmt. Aber heute schien mir sein Gesichtsausdruck aufrichtiger, als würde er sich tatsächlich Sorgen machen. Zum ersten Mal seit langem. So, das sind also 2 Seiten. 4 Seiten. Quarantäne unterirdisch. Oh, oh, oh. Und 5,5 Seiten, die man lesen muss, um dann hier die Geschichte ein bisschen besser zu wissen. Krank vor Erschöpfung. Ah, weiß ich doch schon. Irgendwelche Krankheiten sind hier gewesen. Hier unten war eine Quarantänestation. Fürs Erste genug Infos. Ich frage mich, wessen Gemächer das waren. Wie war ihr Leben, bevor sie es zurücklassen mussten? Und warum ließen sie es zurück? Ich habe ein Tagebuch gefunden, das jemand namens Rultari gehörte. Einem Kind der Familie hier. Dürfte ich einmal sehen? Gnadenvolle Syraban. Das klingt nach der terrassischen Pest. Aha, das war doch die Pest, die da am Anfang erklärt worden ist. Also hier war wohl eine Pest. Heftig. Aber was ist das für eine Pest?